Neue EU-Asylpolitik, hamburgische Bürgerschaft debattiert. Nächtliche Unwetter, Blitze und Starkregen über der Hansestadt. Innovatives Coaching, Projekt Sit and Skate für rollstuhlfahrende Schüler. In der hamburgischen Bürgerschaft ging es heute um Menschenrechte und Asylverfahren. Angemeldet wurde das Thema von der Linksfraktion. Wir haben uns mit Carola Enzlin von der Linken und Dirk Nockemann von der AfD unterhalten. Das Thema, das Sie angemeldet haben, heißt: Kein Mensch ist illegal, Menschenrechte statt Grenzverfahren unter Haft, faire Asylverfahren statt Abschreckung. Laut Zahlen der UNHCR waren im vergangenen Jahr über 108 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie noch nie. Die Situation ist dramatisch. Wie kann man dem entgegenwirken? Ja, natürlich müssen wir in den Ländern, die betroffen sind, viel mehr Hilfe leisten. Das ist klar. Das ist immer dieser berühmte Spruch, Fluchtursachen bekämpfen. Es ist aber ja so, dass die meisten Menschen im Land nur fliehen oder in die Nachbarländer. Also die wenigsten kommen bei uns an. Insofern finde ich es falsch, hier in Europa immer die Angst zu schüren, die würden alle bei uns ankommen. Sie fordern eine Zeitenwende in der Asyl- und Migrationspolitik. Wie soll die aussehen? Nee, wir haben das ja immer schon gefordert, nicht erst seit diesem Kompromiss, der jetzt auf europäischer Ebene vereinbart wird. Wir haben immer gesagt, wendet doch überhaupt erstmal die bestehenden Gesetze an. Und auf der Grundlage bestehender Gesetze und auch der Verfassung darf es gar nicht sein, dass Menschen, die über sichere Drittstaaten nach Deutschland gekommen sind, überhaupt einen Asylanspruch haben. Das heißt, wer über unsere Nachbarn kommt, das sind ja alles sichere Drittstaaten, der hat hier gar keinen Asylanspruch. Also erstmal hätte man das machen sollen. Und zweitens kann man auch sagen, wie wir das immer schon seit 10 Jahren für uns in Anspruch genommen haben, Asylverfahren außerhalb bzw. an den europäischen Grenzen. Wir haben das immer gefordert, wir wurden immer als Ausländerfeinde dargestellt und heute gibt es einen Kompromiss, der in etwa das Gleiche beinhaltet. In der vergangenen Nacht hat es in weiten Teilen Hamburgs erneut stark gewittert und geregnet. In einem Haus in Eimsbüttel kam es für die Feuerwehr zu einem aufwendigen Einsatz. Donnerndes Grollen und zuckende Blitze. In der Nacht zu Mittwoch kam es in Hamburg zum zweiten Starkregen binnen weniger Tage. Nach wochenlanger Trockenheit überraschte der plötzliche Wolkenbruch den einen oder anderen. Erneut sorgten große Wassermassen für Überschwemmungen in Teilen der Stadt. In einem Haus in Eimsbüttel, in dem derzeit Bauarbeiten auf dem Dach stattfinden, konnte eine provisorische Plane dem Regen nicht standhalten. Vor Ort stellt sich das dann auch heraus, dass dort massiv Wasser aus der Decke in die Wohnung eintrat. Und das Wasser sammelte sich aufgrund eines Starkregenereignisses dann auf dem Dach, auf der Plane und suppt jetzt durch die Plane in die Wohnung rein. Mit Eimern schöpfen die Einsatzkräfte das Wasser aus der vollgelaufenen Wohnung, um weitere Schäden im Haus zu vermeiden. Gleichzeitig fangen wir an, das Wasser von dem Dach, von der Plane abzuschöpfen und werden im Anschluss dann das Dach nochmal mit einer weiteren Folie abdecken, damit beim weiteren Regen kein weiteres Wasser eintreten kann. Mit der steigenden Wahrscheinlichkeit von Starkregenereignissen wächst auch die Angst vor vollgelaufenen Kellern. Auf der interaktiven Hinweiskarte von Hamburg Wasser können Bürgerinnen und Bürger die Überflutungsgefahr ihres Wohnortes überprüfen. Etwa 7.400 Studierende lernen an der Technischen Universität in Harburg. Bereits 22.000 Abschlüsse wurden hier gemacht. Jetzt haben viele Gebäude der Uni eine besondere Auszeichnung erhalten. Die postmodernen Backsteinbauten der Technischen Universität Hamburg ragen rostigrot in den Himmel. Im satten Grün genießen die Studentinnen und Studenten das Wetter auf dem Campus. Gärtnerisch gestaltet wurde der Park mit einem kleinen See und auf den weitläufigen Treppenanlagen wird Energie getankt. Der mittlerweile 45 Jahre alte Bau der TU Hamburg hat einiges zu bieten. Einerseits die Funktionalität der Gebäude, auch innen. Also es ist eine sehr funktionale und auch eine gute, also sehr, sehr hochwertige Gebäudestruktur, die wir gut nutzen können für Forschung und Lehre. Auch mit vielen Ecken, wo man sich zurückziehen kann. Und das Besondere ist, glaube ich, wirklich dieser Park auf dem Campus, wo man eben viele Ecken hat, wo man zum Diskutieren, zum Lernen, zum Lesen sich auch hinsetzen kann. Damit das alles erhalten bleibt, wurden die ältesten Teile des Campus jetzt unter Denkmalschutz gestellt. Mit ihrem Gründungsjahr 1978 ist die TU eine der jüngsten technischen Universitäten Deutschlands. Doch schon jetzt ein Stück bedeutende Stadtgeschichte, meint Kultursenator Carsten Broster.
Tatsächlich ist die Art, wie die Universität hier gebaut worden ist, mitten in ein Wohngebiet hinein, mit diesen Materialien, dem Backstein, sozusagen den Anmutungen an den Kupfer, der Landschaftsgestaltung, das sind herausragende Qualitäten, von denen wir gesagt haben, die sind schützenswert und wir wollen jetzt bei der weiteren Modernisierung der Universität und bei der energetischen auch Neuaufstellung der Gebäude einfach diese Aspekte, was ist bewahrenswert von der Gestaltung, mit in den Blick genommen wissen und dabei wird der Denkmalschutz helfen. Mit dem Denkmalschutz kommen auch neue Aufgaben auf die Universität zu. Laut Präsident Andreas Timgiel sei man schon jetzt in konstruktiven Gesprächen. Wir haben Ideen, wie wir den Campus selber auch mehr in die Lehre und in die Forschung einbinden können. Wenn wir über technologische Lösungen gegen den Klimawandel und dessen Folgen nachdenken und daran forschen, arbeiten wollen, wollen wir es auch auf dem Campus realisieren. Und jetzt haben wir die Herausforderung, wie lässt sich das auch auf einem denkmalgeschützten Campus umsetzen. Und das ist eine zusätzliche Herausforderung, wie auch denkmalgeschützte Gebäude energetisch saniert werden können, weiterentwickelt können, wie wir neue Technologien an und in den Gebäuden einbringen können. Bei aller Veränderung bleibe der Grundzweck einer technischen Universität allerdings erhalten. Und das ist auch etwas Gutes. Am Mittwoch hat auf dem Rathausmarkt das weltweit größte Schulschachturnier stattgefunden. Im Duell Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer traten über 3000 Schülerinnen und Schüler gegeneinander an. Bürgermeister Peter Tschentscher läutete mit der ersten Partie des Tages das Turnier ein. Seit 1958 wird das Turnier jährlich in Hamburg ausgetragen. Seitdem wurden 55.000 Einzelduelle gespielt. Sieger in diesem Jahr war das linke Alsterufer, das damit nun insgesamt mit 38-22 Siegen führt. Am Mittwochvormittag ist gegen 10.20 Uhr im Motorraum eines Linienbusses ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr hielt der Bus am Elbe-Einkaufszentrum, nachdem Rauch aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs kam. Binnen weniger Minuten konnten die Einsatzkräfte den Motorbrand löschen. Die Fahrerin des Busses konnte rechtzeitig reagieren und den Bus an einer Haltestelle parken. Von den rund 30 Fahrgästen wurde niemand verletzt. Am Mittwochvormittag ist die Feuerwehr zu einem potenziellen Gefahrstoffaustritt ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 11.20 Uhr zu einem Betriebsgelände in der Schnackenburgallee gerufen. Dort soll es zu einem Kohlenstoffdioxidaustritt gekommen sein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch keine Gefahrenstoffe fest. Auch die Suche nach einem möglichen Kabelbrand in der Kühlanlage blieb ergebnislos. Drei Mitarbeiter kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die genaueren Umstände. Am kommenden Wochenende wird der Zugbetrieb der Linien U1 und U3 zwischen den Haltestellen Farmsen und Wandsbek-Markt gesperrt. Grund hierfür ist nach Angaben der Hochbahn der Einhub zweier Brücken an der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt. Ab Freitagabend 21.30 Uhr bis Sonntagnacht Betriebsschluss werden die Bahnen daher durch Busse ersetzt. Der Takt der U-Bahnen soll eingehalten werden. Je nach Verkehrslage kann sich die Fahrt jedoch um bis zu 20 Minuten verlängern. Am kommenden Wochenende wird die Köbrandbrücke ab Freitagabend vollständig gesperrt. Grund hierfür sind nach Angaben der HPA planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten. Demnach soll die Brücke von Freitagabend 22 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Umfangreiche Umleitungen sollen ausgeschildert werden. Der HSV hat den Abgang von Mittelfeldmotor Sonny Kittel bekannt gegeben. Der 30-Jährige kam in 4 Jahren auf insgesamt 140 Spieleinsätze und erzielte 36 Tore. Als Nachfolger wird derzeit Emanuel Ferrei von Eintracht Braunschweig gehandelt. Auch beim FC St. Pauli stehen die Zeichen auf Abschied. Innenverteidiger Betim Fassli verlässt die Kiezkicker nach nur einer Saison und kehrt zum FC St. Gallen zurück. Der 24-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom Schweizer Erstligisten gekommen, konnte sich am Millerntor jedoch nicht durchsetzen. Hindernisse spielerisch mit dem Rollstuhl überwinden. Darum geht es beim innovativen Trainingsangebot Sit & Skate für rollstuhlfahrende Schüler. Das Projekt des Hamburger Extremsportlers David Lebusa wird an der Luise-Schröder-Schule in Altona angeboten. Eine Rampe, sicher hoch und runter fahren. Lenken, bremsen, drehen und kippen. Barrieren gibt es für Rollstuhlfahrer viele. Beim innovativen Rollstuhltraining für Schüler geht es vor allem um Sicherheit und Mobilität für den Alltag. Ich glaube, das ist der Basisbaustein, damit sie halt selbstständig und selbstbestimmt am Leben teilhaben können und damit eben auch sicher im Alltag unterwegs sind. Und auch nur wenn man mobil ist, kann man halt an verschiedenen auch Freizeitaktivitäten teilnehmen, kann später im Leben selbstständig zur Arbeit kommen. Und ja, das zu lernen, ist schon enorm wichtig fürs Leben. Mit Beginn des vergangenen Schuljahres wurde das Projekt an der inklusiven Ganztagsschule in der Tedestraße ins Leben gerufen.
Die Alexander-Otto-Sportstiftung und die Bezirksversammlung Altona unterstützen finanziell mit rund 14.000 Euro. Als ich das erste Mal hörte, dass Kinder nicht so ein Rollstuhltraining ganz normal bekommen, wie jeder Erwachsene nach einer Knie- oder Hüft-OP eine Reha bekommt in der Regel, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und wie wichtig das ist, dass Kinder für ihr Leben, am Anfang ihres Lebens, diesen Rollstuhl als einen Teil ihres Körpers letztendlich auch akzeptieren. Das hat mich schon sehr erstaunt, dass es das so überhaupt nicht gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sit & Skate existiert und auch tatsächlich da Stück für Stück ausgerollt wird. Nach den Sommerferien wird das Trainingsangebot fortgesetzt. Als Partner neu dabei der HSV. Wir sind ja schon seit 4-5 Jahren an Schulen aktiv und bieten Rollstuhlsporttage an. Und da haben wir einfach die Möglichkeit gesehen, dass unser Bus, den wir ja mit unseren Rollstuhlbasketballern an den Wochenenden nutzen und zum Training am Nachmittag, dass der vormittags freisteht. Und da hatten wir mit Rando aus gemeinsam die Idee, dass wir das Projekt mit unterstützen und den Projektbus zur Verfügung stellen für den Transport der Kinder in den umliegenden Gebieten, die es vielleicht nicht schaffen, mit eigenem PKW hierher zu kommen oder von den Eltern gefahren zu werden. Erste Erfolge kann das Projekt bereits verzeichnen. An der Luise-Schröder-Schule geht es nach den Ferien weiter. Immer mittwochs von 8 bis 9.30 Uhr. Dann soll das Trainingsangebot weiter an Fahrt aufnehmen. So richtig viel Änderung ist beim Wetter in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Wir schauen mal gemeinsam auf die Aussichten. Herzlich willkommen zum Wetter. Tief Lampert gestaltet das Wettergeschehen bei uns morgen. Dazu gibt es ein paar mehr Wolken und am Abend sogar ein bisschen Regen. Da kommt es doch ziemlich dicht herangezogen, dieses Tief. Vor allen Dingen Niedersachsen, da fällt auch mal länger anhaltender Regen. Bei uns kommt etwas kühlere Luft dann hereingeweht. Am Freitag 23 Grad, aber schon zum Wochenende wird es wieder sommerlich warm. Jetzt in der Nacht bildet sich verbreitet Nebel. Der ist auch mal ein bisschen dichter, vor allen Dingen im Hamburger Umland. Nicht nur auf den Wiesen und Feldern, sondern auch ein bisschen höher geschichtet. Da fällt der Durchblick ein bisschen schwerer. 13 Grad die tiefsten Werte. Morgen früh löst sich der Nebel dann schnell wieder auf. Mit 15 Grad starten wir in den Tag hinein. 26 Grad werden es werden. Die sind dann schon am Mittag erreicht. Danach zieht es sich dann zu. Von Süden her kommt das Tiefdruckgebiet hereingezogen und bringt uns am Abend sogar nochmal ein ganz kleines bisschen Regen. Die Temperaturen am Abend allerdings weiterhin mild bei 20 Grad. Es folgt dann etwas kühlere Luft am Freitag. Die tiefsten Werte bei 15 Grad. Am Freitag 23 Grad. Erst dichte Wolken. Zum Nachmittag und Abend hin wieder freundliches Wetter. Es ist also auf jeden Fall ein trockener Freitagabend, mit dem darf man planen. Das Wochenende dann mit viel, viel Sonnenschein, ein paar lockeren Wolkenfeldern und angenehmen sommerlichen 25 bis 26 Grad. Das sind so Temperaturen im Wohlfühlbereich. Am Montag wird es ein bisschen wärmer, vormittags vielleicht nochmal ein kurzer Regenschauer. Meistens bleibt es aber trocken, die Temperaturen weiterhin sommerlich. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.